Schönen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Puff, Aufbruchsstimmung! Mama hat sich gerade die Lippen gemalt. Und wer möchte auch welche? Bist du dir sicher? Okay. So, dann schön die Lippen spitzen. Ist das süß? She knows what she's doing. Das gleiche mit den lackierten Fingernägeln. Ich habe keine lackierten Fingernägel, meine Tochter schon. Weil sie jeden Tag einfach ihre Fingernägel lackieren möchte. Baby, aber es startet ein bisschen früh, ne? Ja, ich hätte auch nicht gedacht. Anstrengend. Sie hat gleich ein Date, ne? Mit wem hast du ein Date? Papa, das wirst du nie erfahren. Dann ab in dein Kinderzimmer. Das will ich haben. You're always so shy in front of the camera. No, you don't have to be. Like sign. Wow. Good. Just here. Zeig mal. Oh, ach, du willst das sehen? Okay, warte. Papa muss ihn... den Bildschirm einmal umklappen. So. Siehst du? Ja, ihr zwei Hübschen. Ja, ihr seht sich rot. Papi, jetzt Papi damit. Ich muss los, tschüss. Ja, übrigens, diese kleine Maus fängt jetzt langsam an, selbst zu filmen. Gestern hat sie einfach eine Story für mich gemacht. Habe ich ja hochgeladen. Ja, echt? Weißt du noch, wo sie dann meinte, mit diesem Heißluft-Hust? Mhm. Das war doch auch nach dem Frühstück irgendwann. Wie starten wir das Fratzen-Business? Oh, wollen wir Tante Jana auch Lippen malen? Okay. Okay, ich glaube, Mila übernimmt hier diesen Job. Das sprengt jetzt den Rahmen. Wow. Man macht sie richtig gut. Super. Sehr gut. Wow. Mami. Soll ich einmal machen bei Tante Jana? Tante Jana, hast du dir schon mal jemals die Lippen so rot angemalt? Zum Fasching. Also mit einem Lippenstift, nicht mit so einem Stift. Das ist ein Lip Liner. Aber so eine krasse Farbe, oder? Doch, so auf so indonesischen Hochzeiten. Auf indonesischen Hochzeiten? Wow, das mal kurz sieht das Ding richtig hier naughty aus. Wenn ich jetzt jemanden küsse, dann hat der so einen Abdruck, ne? Nee. Warte. Okay. Ja, sieht gut aus. Das ist das Gute an dem Stift. Ja. Und es hält lange. Sieht richtig gut aus, kannst du tragen. Dann bleibt es auch, ja? Dann bist du betrunken. Musst du öfters tragen. Liebe Leute, was haltet ihr von Janas Look? Also, ich einmal in die Kommentare. Party, let's go. So morgens um 8. Der Lippenstift, der kurze Lippenstift, passt jetzt. Es beißt sich ein bisschen. Einfach das. Ich glaube, du musst dich einfach mal den Pullover ausziehen, Jana. Wir haben 30 Grad. Dann zieh ich den schwarzen. Du sollst den Pullover ausziehen, keinen anderen anziehen. Freunde, ich habe das an und ich schwitze. Also wirklich, ich schwitze. Können wir das einmal genau inspizieren? Ich glaube, okay. Wahrscheinlich nicht rasiert. Aber ich muss sagen, wenn ich Jana nur so sehe, läuft mir der Schweiß runter. Also keine Ahnung, wie sie das macht. Haben wir jetzt Pump rum? Ja. Eins musst du mir verraten, warum hast du keine Pampi an? Weil du keine Pampi mehr anziehst? Gehst du jetzt wie Papa, Mami und Tante Jana aufs Klo? Nein. Ich will dem Kind einfach noch eine zweite Pampers überziehen. Was ist da los? Ich dachte tatsächlich, sie hätte keine an, weil ich glaube, vorher war die voll. Und dann wurde sie gewechselt und dann war das so flach. Ich habe gedacht, du hast keine Pampi an. Jetzt hättest du fast einen Doppeldecker angehabt. Und ich wurde gerade von der Zwuck gebissen. Leute, wir müssen los. Okay, Pampers Transition. Are you ready? Yeah! Juhu! Outfit check. Können wir so gehen? Oh la la. Wow, die ist ja schön. Die riecht gut. Willst du die mal Tante Jana zeigen? Oh, schön. Hä?
kommt er denn jetzt her? Warst du nicht gerade noch unten? Hast du schon einen Workout gemacht? Ja, ich mach mal Überraschungsmoment, komm mal von hinten. Oh, was? Hilft da wieder Blüten? Das ist die erste Frangipani-Blüte, die seit langem wieder runtergefallen ist. Ich glaube, der Baum war krank. Krankenhaus. Der muss ins Krankenhaus. Dann mussten wir den erstmal entwurzeln. Ich glaube, das feiert er nicht so. Mama ist schon losgefahren. Sie hat Hunger. Jeder weiß, was das bedeutet, wenn Sabibo Hunger bekommt. Let's go. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by. Life is good, best I've ever felt. Ohne Beete auf dem Glas. Geil. Schmeckt. Wieder Milch-Espresso mit unseren zwei Freunden hinter der Kamera. Hallo, freut uns. Zweieinhalb Freunde. Hallo. Wir werden strafrechtlich verfolgt in Deutschland, deswegen dürfen wir nicht zeigen. Mann, Spaß. The Boss. The Boss Girl. Yummy, 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 yummy. Thank you, Magazin. Möchte Mila, möchtest du auch so ein Brot? Möchtest du so einen Toast haben? Wir haben nämlich auch ganz asozial nur für uns bestellt. Aber so was machen. Aber sie dachte jetzt auch so ordentlich. Wenn man zu viel Zeit im Restaurant verbringt und das Kind auf dem Teppich einschläft. Muss ich halt zwischen der hellen und der dunklen Seite entscheiden. Alles in der Portemonnaie. Warte, warte. Hier. Jana hat einfach. Jana nein. Wer freut sich da so sehr? Wer freut sich da so sehr? Baby, hast du ein leckeres Eis gerade geholt? Abgestaubt. Unser kleiner Staubberger-Klopse. Aber sie hat schön gefrühstückt, muss man sagen. Sie wollte zuerst gar nichts essen. Es ist immer so lustig, wenn man Lemino und Mila nebeneinander hat. Bei Lemino kannst du alles vors Gesicht halten. Ohne zu fragen, wird es einfach in den Mund gestopft und weggefratzt. Und Mila ist genau das exakte Gegenteil. Und Sabibo hat gerade gesagt, wenn du das isst, bekommst du eine Überraschung. Das ist so mein Joker gerade. Ich muss sie erpressen, damit sie den Rest ist. Aber was ich richtig, richtig schön finde, ist, dass man merkt, dass sie so langsam Interesse an anderen Kindern bekommt. Davor immer, wenn wir uns getroffen haben mit anderen, die Kinder hatten, hat sie einfach ihr Ding durchgezogen, hatte gar keinen Bock auf andere Kinder. Und jetzt merkt man, wie sie anfangen, gemeinsam zu spielen. Ne? Ihr geht jetzt Brot kaufen, habe ich gehört. Was ist denn mit Kiri? Brauchen Sie auch Kiri vielleicht, oder? Ja. Okay, möchtest du auch? Welches? Da. Jetzt kannst du gerne über Magnum reden, weil jetzt Magnum hat sie ja ihr Eis. Heißt, ist aber crazy, so dieses Magnum ist hier das absolute Highlight. Tschüss, kleinen Stinker! so einen kleinen Fußkicki gegeben hier. Und? Ach so, ich dachte gerade, aber die Owner sind doch beide französisch. Ja, aber ich meine, der Sound mit dem Geruch. Mega cool, das ist die beste Bäckerei hier in der Umgebung. Ohne die wären wir echt aufgeschmissen. Sehr, sehr leckeres Brot, sehr, sehr leckere Bagels, Burger Buns, alles von hier. Gesundheit! Die Wurst ist aufgesprungen gerade, weil du so toll genießt hast. Alter, ich hoffe, Pepper wird nicht so eine Wurst. Du bist ein Local Dog? Das sieht aus wie ein Hausschwein. Jetzt kriegst du mal Croissants wahrscheinlich. Ja. Sorry. Ja, wir haben vorne einen Klappen aus was auch immer für Gründen. Guck mal, wie krass der jetzt hochgegangen ist.
Wow, prima, grazie, Banyak. Mega korrekt. Schaut euch mal die Garage an oder die Werkstatt. Ganz simpel. Wellblech, Dach oben drauf. Das Material liegt hier auf Seite. Ich liebe diesen Flair einfach. Ist richtig schön. Und super hilfsbereit. Man kommt hierher. Hatti, hatti, Bro. Ja, ja. Jetzt. 12 Cent haben wir fürs Reifen auf Pumpen bezahlt. Wir sind gerade im Freshmarkt angekommen. Jana ist gerade im Zuckerrausch. Sie überlegt sich, Chips was. Sind doch mit Zucker. Ja, die Chips, die du dir holst, vielleicht schon. So. Ah, oh, die sind ausverkauft. Ja, die Zuckerchips sind ausverkauft. Was holen wir uns denn jetzt? Jana möchte sich heute Abend richtig geben. Ja. Ice Cream, Chips. Was noch? Eine Coke. Was für eine Chips willst du denn haben? Takitos? Mit Barbecue? Hey, was ich so richtig affig finde, hat man hier so geile Takitos, oder wie heißen die Dinger? Mit Barbecue-Geschmack, aber dann ist da so ein Flavored Steak als Abbild drauf. Und denkt man so, ja, dann ist das einfach nur so ein Barbecue-Flavor, was man normalerweise für Steaks oder anderweitige Fleischzubereitungen irgendwie nutzt. Aber nein, es ist tatsächlich 0,1% Beef Powder drin. Das heißt, das ist effektiv nicht für Vegetarier. Da ist Fleisch drin. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, das ist ja 0,1% Beef Powder. Da ist eine pulverisierte Kuh drin. Das ist so lustig, wenn man hier mal in die Regale schaut. Es sind sehr viele bekannte Marken drin, aber gefühlt sind die vom Design her alle so ein paar Jahre zurückgeworfen. Ah ja, selbst die Zahnbürsten kriegt man hier alles. Oder auch Zahnpasta. Selbst Listerine gibt's hier, aber das sieht so heftig eingestaubt aus. Brauchen wir Milch? Ja, lass mal ein bisschen Sojamilch mitnehmen. Was trinkt ihr für eine Milch? Normal, Soja, Hafer, Kokos. Ich trinke am liebsten Hafer. Aber hier haben wir eine ganz besondere Sojamilch. Multigrain, da ist alles drin. Bock auf Juice. Oh, eines meiner Lieblingsfrüchte. Guave. Auf Chinesisch Bala. Balaji. Haben wir noch gar nicht erzählt, dass unser Juicer kaputt gegangen ist. Alter Schwede, ey. So ein teures Gerät einfach versenkt. Bis bald, bis bald. Was ist das? Moin. Was war dein Name? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ey, Digga, ich schwör's dich. Doch, Digga, Cengiz. Alter, krass. Was machst du hier? Wir leben hier. Wir leben hier. Echt? Ausgewandert. Auf, hier auf Lombok oder was? Auf Lombok. Krass. Hast du eigentlich schon Videos? Wie du siehst? Ja. Jetzt bist du auch mit drin. Mitgehangen, mitgefangen. Wahrscheinlich auch nicht. Isko, David und Nico, schön, dass ich euch getroffen habe. Viel Erfolg weiterhin auf Bali im Studium. So bin ich ja nach Bali gekommen. Ich habe ein Auslandssemester in Bali gemacht. Ach so. Ja, hier, geben schöne Grüße an Study in Bali. Wer in Bali studieren möchte, bitte meldet euch hier. Hier verlinkt unten Study in Bali. Es gibt also Architektur, Sport, ist auch richtig geil, Engineering, Business, Tourism. Würde ich alles genau in der Reihenfolge genauso sagen. Aber Sport ist schon richtig nice, ne? Da machst du halt Yoga und Surfen. Jana, während du redest, musst du auch dich zeigen. Nicht meine Reaktion, die ist eher unwichtig. Was? Ey, warte mal, das ist mega interessant. Du kannst in einem Sportstudium hier surfst und machst Yoga? Ja, richtig cool. Also, mehr Eierschaukeln geht ja nicht, oder? Was? Wir machen auch eine Massagekurs. Also wenn dann irgendwann so in 10 Jahren meine Midlife Crisis anfängt, dann fange ich nochmal an zu studieren, weiß schon genau wo. Als ich studiert habe, hatte auch jemand sein Kind mit dabei. Krass. Ja. Ja, why not? Also ey, mega krass. Leute, meldet euch an. Warte, wollen wir nicht voll machen? Cool. Und natürlich verlinke ich das jetzt. Denkst du, ich würde jetzt hier deine Informationen rausschneiden einfach? Das war das Interessanteste in dem Video heute. Wirklich? Ja. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist einfach verdammt cool, man hat halt eine richtig coole Zeit, man lernt noch was und ist nicht so teuer wie andere Auslandssemester. Ja, oder private Studiengänge oder das, was ich da gemacht habe auch. Ich habe ja Film studiert, einfach unendlich teuer. Und was hat es mir gebracht? Meine gesamte Karriere.
Ich habe gerade ausgemacht, Jana meinte, film mal kurz weiter. Jetzt kommt das wahrhaftig Interessanteste also von allen. Das ist halt auch richtig cool, weil selbst wenn man das nicht studiert, wie cool ist das, mal ein halbes Jahr sich eine Auszeit zu gönnen, um mal was anderes zu machen. Mal was Neues zu lernen, neue Leute, neue Kulturen, ein bisschen reisen, ein bisschen studieren. Mein Reden, Eierschaukeln. Da hast du gerade noch gelacht. Nicht Eierschaukeln studieren. Ich habe ja auch 3 Jahre in China studiert. Die beste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Ich habe mich vor allen Dingen kennengelernt. Auch so in verschiedene Professionen und so weiter reinschnuppern können. Das Leben verstehen können. Und letzten Endes auch herausgefunden, in welche Richtung ich gehen wollte. Und nebenbei habe ich Chinesisch studiert, was ich ja schon sprechen konnte, nur nicht schreiben konnte. Deswegen war es für mich so ein bisschen... Sollen wir 2 kaufen? Ich habe noch 10. Das ist wie so ein Biertornado. Benzintornado. Ich wollte es gerade vormachen, jetzt hat sie die halbe Flasche über das Motorrad gekippt. Schmilzt schon, sehr schmolzen. Boah, das riecht so nach Benzin, Alter. So ein geiler Geruch. Magassi. Bro, was geht? Lang nicht gesehen. Guck mal, wen ich da aufgegabelt habe. Auf den Straßen von Lombok. Hä, wie lustig. Ganz verloren gewesen. Was machst du denn hier? Na, moin. Hi, Jana. Elias, hi. Hä, wie witzig. Ja, das letzte, was wir uns gesehen haben. Was hast du nochmal abgesahnt? Die Schuhe. Lias hat uns nämlich besucht bei der Aktion in dem, ich wollte gerade sagen Warehouse, in dem Lager, wo wir die ganzen Sachen aufgelöst haben und an Zuschauer verschenkt haben. Lias war auch da und hat Schuhe abgesahnt. Mega cool. Und jetzt baust du hier gerade Puzzle und spielst Gitarre. Ey, was machst du auf Lombok? Wir haben mit einem Freund zusammen einfach Urlaub. Wir waren jetzt im Monat in Australien und jetzt sind wir im Monat auf Bali und da ist Lombok nicht weit entfernt. Und gestern ist er nach Lombok gekommen. Ja, wir sind gestern. Guck mal, gestern ist er angekommen. Und heute hat er mich getroffen direkt. Wie lustig. Ja, das ist schon cool. Und dann hat Sabine mich überholt und ich so, warte mal, die kenne ich doch. Wie lustig. Da war Mila noch wach und danach später ist sie eingeschlafen und dementsprechend bin ich dann voll langsam gefahren, weil Mila hing wie so ein Hängberger. Ja. Alter, genau. Und dann haben wir angefangen zu sprechen, sind wir in Schrittgeschwindigkeit nebeneinander gefahren und ich komm mit, sagen wir direkt die Villa. Wie lustig. Ja, cool. Herzlich willkommen, Elias. Vielen Dank. Danke. Hast du schon Kaffee getrunken? Ich habe hier ein leckeres Wasser. Oh, ein leckeres Wasser, okay. Kaffee. Ja. Auersund. Auersund, das heißt, sie wünscht dir, dass du Auer hast und dann wieder gesund wirst. Damit wir es zelebrieren zum können. Mama-Zeit. Dankeschön. Vielleicht einen Nasenkuss? Dankeschön. Ist das ein Geschenk für Mama? Hast du das selbst gemacht? Ja. Wow. Ich habe einen Gutschein gekriegt im Wert von ganz vielen Münzen, taiwanesische. Wow. Davon kann ich mir in Taiwan dann was kaufen. Ein Lolli vielleicht. Wenn wir dann mal nach Taiwan fahren. Essen? Kannst du direkt fressen, das Geld ist nichts wert. Wenn wir dann in Taiwan sind und dann das Haus hier vermieten, dann kann ich das Geld ausgeben. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Dankeschön. Das Baby ist Mama, Baby ist alles Gute zum Muttertag. Ich bin ganz stolz auf dich, Maus. Danke für die imaginären Blumen. Mami. Dankeschön. Mami. Oh, die riechen gut. Mami. Willst du mal riechen? Riecht gut? Okay. Ja, dann pack mal in den Ofen. Pack mal in den Ofen. Ja. Was wir nämlich ganz vergessen haben, in dem Q&A zu beantworten, ich glaube, dadurch, dass wir ja das Video gelöscht wurde, wir alles nochmal gedreht haben, haben wir gar nicht mehr thematisiert, ist aber, warum haben wir uns dieses Logohaus überhaupt angeguckt? Jetzt ist ja endlich unser Traumhaus fertig und wollen wir jetzt hier raus? Müssen wir hier jetzt raus? Müssen wir vermieten? Nein, wir müssen gar nichts. Die Vermietung ist natürlich eine zusätzliche Hilfe für uns, um das Haus zu finanzieren. Ja, zu refinanzieren auf jeden Fall. Und natürlich zusätzlich auch als Altersvorsorge. Das heißt, wenn dann später, das haben auch viele Leute gefragt, wie es mit der Altersvorsorge aussieht. Die meisten Leute, die hierher kommen, sind halt selbstständig und bereiten sich halt selbst vor. Sprich, jeden Monat, was weiß ich, kannst du was zur Seite legen, um halt deine Altersvorsorge zu sichern. Oder genau, sowas kannst du natürlich auch angehen. Und wir haben halt über Investitionen und über die Planung, das halt auch zukünftig dann zu vermieten,
sichern wir uns so ab. Ursprünglich war ja der Plan, dass wir die Gästezimmer unten vermieten, während die hier oben wohnen. Jetzt mittlerweile, wo wir wohnen, haben wir festgestellt, ist doch alles sehr hellhörig. Und wir würden höchstwahrscheinlich nur vermieten, wenn wir entweder wechseln, also ein, zwei Monate vielleicht am Reisen. Entweder wir reisen dann ein, zwei Monate und vermieten. Mama, lies Buch. Ja, übrigens ein richtig tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Der Wal, der immer mehr wollte. Milas Abendlektüre. Wir hatten dann überlegt, uns hier was zu mieten, dass, falls Angebote reinkommen, dass wir dort quasi eine Ausweichmöglichkeit haben, wenn wir auch vielleicht Angestellte haben, dass wir das so ein bisschen office-mäßig nutzen. Wow, Buschert! Dann auf jeden Fall für Jana. Jana arbeitet jetzt bei Tampa Hills. Sie ist richtig oft hier in Kuta und möchte natürlich auch nicht immer hier sein. Beziehungsweise wenn wir dann vermieten sollten, geht das ja auch nicht, dass sie hier in der Villa Chibo wohnt. Also quasi Ausweich- und Fluchtpunkt für das gesamte Team. Genau. Und auch für Suga. Wir würden sehr gerne Suga ein Zimmer, dann wenn wir ein Haus mieten, zur Verfügung stellen. Ja. Weil er sich gerade hier ein kleines Bambushäuschen mit keine Ahnung wie vielen Leuten teilt. Du warst ja schon einmal da. Ne? Und es wurde tatsächlich mehrere Male schon eingebrochen. Ja, genau. Und es ist keine coole Area bei ihm. So. Und deswegen wollen wir ihm auch ein bisschen mehr Sicherheit und so weiter geben. Aber das wird auch halt nur ein bestimmter Zeitraum im Jahr sein. Wir wissen noch gar nicht, ob das jetzt ein, zwei, drei Monate im Jahr sein wird. Aber also ansonsten... Nicht das mit Suga. Ich meinte die Suga würde da fest wohnen. Nicht, dass du denkst, okay, ist wieder vorbei, jetzt kann es wieder aussehen. Nein, natürlich nicht. Aber hauptsächlich werden wir auf jeden Fall hier weiterhin wohnen bleiben. Genau. Also keine Angst, Freunde. Nicht falsch verstehen. Ist nicht ganz einfach. Was sich dann richtig anfühlt. Genau. Vielleicht vermieten wir einen Monat und stellen dann fest, oh nee, wollen wir gar nicht. Ja. Deswegen, mal gucken. Ja. Oder wir verdienen so viel Geld, dass wir sagen so, Brudi, wir kaufen uns eine kleine Bambushöhle und vermieten forever. Dann das Local-Häuschen in Kuta würde ja auch zum Beispiel gehen. Ne? Ach, was hast du denn da gefunden? Mats, was hast du da gefunden? Es kam nämlich ein Paket an. Willst du das mal auspacken? Weißt du, für wen das ist? Für Mami? Zur Mutter. Wow. Was ist das denn? Ist das ein Seilknäuel zum Draufkauen für Mami? Wenn Mama mal wieder gestresst ist. Das ist für Peppa. Weil Peppa nämlich gerade ganz übelst zahnt und alles an beißt und knabbert. Da musst du eine Seite festhalten und eine Seite für den Hundi. Und dann kann er so beißen. Oh, kannst du so ziehen. Sehr gut. Das mögen die Hunde. Ah ja, genau. Super. Sehr gut. Ui, aber nicht hauen. Sehr gut. Erstes Spielzeug, schon mal akzeptiert. Das ist jetzt ein Laden gewesen, die hat nicht so viel Auswahl. Ich habe den nochmal als etwas größer. Wow, noch mehr. Aber tatsächlich habe ich noch etwas... was mich an etwas erinnert. Oh, ich dachte schon, das ist mein Geschenk. Also dieser Knochen. Dieser Knochen sieht sehr anrüchig aus. Wusstet ihr, dass so ein Spielzeug, Erwachsenenspielzeug, hier illegal ist in Indonesien? Freunde, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Oder schreibt es nicht in die Kommentare, weil dann werden wir noch gebannt nachher. Ja. Aber das ist so ein Kau, so ein weicher Kauknochen. Cool. Mach mal aus. Yeah, alles doppelt und zwölffach in Plastik eingepackt. Super. So, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Es war heute ein sehr, sehr voller Tag. Aber es hat Spaß gemacht. Nee, haben wir noch nicht gezeigt. Gina ist gerade angekommen, zeigen wir in dem nächsten Video, denn sie ist auch hier eingezogen. Das heißt, zwei Gästezimmer sind gerade besetzt und am Dienstag kommt meine Freundin. Dann sind wir quasi cool ausgebucht. Crazy. Es ist schon so Vermietung, nur wir kriegen kein Geld dafür. Also immer schon mal ein Anfang. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann werdet ein Teil von Team Chibo. Team Chibo! Stay positive wie immer und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski! So wird Peppa heute schlafen. Läuft bei dir, du kleiner Banausenbär. Guck mal, wie so ein kleiner... Wie so eine Fledermaus. Kopf über. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und... Jetzt Mami dann pups. Okay.
Wer hat gepupst?